Bist du schon angekommen? Oder geht es dir so wie uns? Susanne und ich finden jedes Jahr wieder, dass der Advent so plötzlich kommt. Mitten in die dunkle Zeit hinein, in der wir noch gar nicht bereit sind. Und deshalb möchten wir dich gerne mitnehmen zu einer kleinen Einstimmung in diesen Advent. Und heute ist es der erste Advent. Der erste Advent in einer Zeit, in der es draußen so dunkel ist. Vielleicht vermisst du auch das Licht der Sonne. Vielleicht denkst du auch, ach, wäre doch noch Sommer. Oder ach, wäre doch schon Frühling. Wir sehnen uns oft nach etwas anderem, als was gerade ist. Und ganz besonders die Dunkelheit ist nicht so leicht auszuhalten. Wer mag sie schon? Oder magst du sie? Die Dunkelheit, wenn man sie es genau überlegt, gibt uns auch die Chance, nach innen zu kommen. Mal nach innen zu lauschen, sich nicht ablenken zu lassen von den vielen Unternehmungen, die im Außen vielleicht auf uns warten. Und vielleicht wird dir auch bewusst, wie oft es in deinem Leben schon dunkle Zeiten gegeben hat, die immer wieder abgelöst worden sind von hellen Zeiten. Und Susanne hat ein wunderschönes Lied dazu, die wechselnden Pfade. Wechselnde Pfade, in der dunklen Zeit des Jahres zieht sich alles in der Natur zurück und ruht. Wir kommen leider ganz selten dazu, uns zurückzuziehen, weil egal zu welcher Zeit des Jahres wir gefordert sind und so viele Dinge zu erledigen haben, so erfordert es ein wenig Absicht, ein absichtliches Zurückziehen nach innen. Das ist das Geschenk der dunklen Zeit. Wenn wir es annehmen, können wir uns zurückziehen, nach innen wenden
und uns wieder mit unserer Seele verbinden. Und spüren in dieser ruhigen Zeit, in dieser Zurückgezogenheit, wo bin ich? Wo bin ich jetzt? In diesem Augenblick? Wo bin ich in meinem Leben? Wo bin ich innerlich? Weit von mir entfernt oder wirklich bei mir? Und was spüre ich in mir? Was ist der Wunsch meiner Seele? Und wer bin ich wirklich? Return again, return again, return to the land of your soul. Seele angekommen bist,
bleibe hier noch ein wenig. Richte dich ganz bequem ein. Schließe die Augen. Tauche ein in das Land deiner Seele. Und im Land deiner Seele kannst du in Berührung kommen mit deiner Sehnsucht. Dem, wonach deine Seele sich sehnt. Vielleicht sind es die Geschenke der dunklen Zeit, die deine Seele ersehnt. Die Ruhe, die Stille, und gerade im Advent kann die Sehnsucht nach Licht ganz besonders groß sein. Lausche und spüre in den Raum der Sehnsucht hinein. Nimm wahr, was sich hier auftut. Sehnsucht, wenn sie dir bewusst wird, steckt schon die Erfüllung. Denn deine Seele weiß, wie es sich anfühlt, wenn sich deine Sehnsucht erfüllt. Im Innern kannst du jetzt spüren, wie es sich anfühlt. Mit deinem ganzen Sein genieße diesen Moment, in dem deine Sehnsucht sich im Innern erfüllen kann. Und dann komme so gestärkt und erfüllt mit einem tiefen Einatmen zurück. Deine Meditation und öffne einatmend wieder die Augen. Nimm das Bewusstsein für das Land deiner Seele und den Raum deiner Sehnsucht, den du jederzeit aufsuchen kannst, und das Gefühl, wie es sich anfühlt, wenn deine Sehnsucht sich erfüllt. Das alles nimm zurück in dein Tagesbewusstsein und trage es durch den Advent. Leuchte, leuchte hell und weit.
Wahrheit leuchtet dich, jetzt und alle Zeit leuchtet dich, jetzt und alle Zeit leuchtet and joy.